zum Fundpunkt selber, beziehungsweise zum Finden. Damals habe ich leider keine Videos, aber zu den Fundstücken ist schon noch einiges da. Das war das damals eine ganze Kiste. Drehen wir ein bisschen rum hier. Sieht man gleich mal von mehreren Seiten. Da waren noch einige ziemlich große Stücken, die allerdings fürs Haus ein bisschen zu groß sind, um die mit reinzunehmen. Jetzt werde ich euch mal noch einzelne Stücken vorstellen, die aus diesem Gang waren. So eine schöne Truse. Allerdings, wie man sieht, auch leider etwas sehr kompakt, müsste man es dafür wegschneiden, mit der Gefahr, dass da auch vieles kaputt geht durch Reisen. Hier ist eines meiner Lieblingsstücke von damals. Und ein etwas kleineres Teil. Jetzt endlich mal mit Sonne im Hintergrund. Auch das war aus diesem Gang gewesen. Ja, und zu erwähnen wäre vielleicht doch, damals kam ich an die Fundstelle eigentlich auch viel zu spät. Na gut, nicht ganz viel zu spät, sondern es ist schon einiges für mich hängen geblieben. Aber vor mir war noch andere Sammler da gewesen. Die haben unter anderem sowas gefunden. Ne? Das habe ich dann später bekommen von dem Sammler aus Schönheide. Vielen Dank nochmal dafür. Da werde ich gleich noch daran erinnern. Hier sieht man so einige Quarze mit Hämatit überzogen. Aber mit ziemlich starken Krusten. Ne? Jetzt ein paar weitere Stücke. Ja, und so sieht die Fundstelle aktuell aus. Alles verschlossen, Baustelle fertig. An dieser Stelle befand sich die auf den Fotos am Anfang erwähnte Quarzader. Wie man sieht, komplett zugeschüttet. Hier noch eine ganz kleine, schmale. Hier hat einfach nur die Erosion ihr Werk getan. In der Nähe des Kreuzungsbereiches Richtung Schönheide findet sich dann auch noch eine ganz kleine, gar 2 cm breite Quarzader. Ich habe die jetzt nicht weiter verfolgt, weil man ist dort komplett auf dem Präsentierteller. Und ich hatte auch, sagen wir aus juristischen Gründen ab, den Hang dort zu beschädigen. An dieser Stelle will ich mich auch dann gerne verabschieden. Bis zum nächsten Mal und wie immer freue ich mich über Abonnenten. Danke!